Jace ist ein genialer Erfinder, der sein Leben der Verteidigung von Piltover und dem stetigen Streben nach Fortschritt verschrieben hat. Mit seinem transformierenden Hextech-Hammer nutzt Jace seine Stärke, seinen Mut und seine beträchtliche Intelligenz, um seine Heimatstadt zu beschützen. Obwohl er in der ganzen Stadt als Held verehrt wird, gefällt ihm die Aufmerksamkeit, die seine Taten mit sich bringen, nicht wirklich. Doch Jaces Herz sitzt am rechten Fleck, und selbst jene, die ihn um seine angeborenen Fähigkeiten beneiden, sind dankbar für den Schutz, den er der Stadt des Fortschritts garantiert. Als Sohn Piltovers wurde Jace dazu erzogen, an die Grundprinzipien zu glauben, welche die Stadt groß gemacht haben. Erfindungen, Entdeckungen, Saunen vermeiden, wenn irgend möglich. Dank seines Talents dafür, komplizierte maschinelle Vorgänge schnell zu verstehen, verdiente Jace sich die Ehre, als jüngster Lehrling überhaupt unter die Fittiche von Clan Geopara genommen zu werden, einem der angesehensten Herrscherclans der Stadt. Ganz und gar nicht überrascht von dieser Wendung, nahm Jace das Angebot an und verbrachte den Großteil seiner Jugend damit, Hextech-Geräte zu kreieren und transformierbare Multifunktionswerkzeuge für die Arbeiterklasse von Piltover zu konstruieren. Einen zur Brechstange umfunktionierbaren Schraubenschlüssel, eine zur Schaufel konvertierbare Spitzhacke und einen Hammer, der mit einer ausreichend starken Batterie in einen Abrissstrahler hätte transformiert werden können. Bei allem, was Jace anfasste, stellte er seine Altersgenossen in den Schatten. Die meisten Dinge gingen Jace leicht von der Hand und er konnte nicht begreifen, warum Konzepte, die er als einfach ansah, Gleichaltrigen so viele Probleme bereiteten. Aus eben diesem Grund galt Jace in den Augen fast aller, die mit ihm arbeiteten, als arrogant, respektlos und nicht dazu bereit, sein Tempo an das seiner Arbeitskollegen anzupassen, damit sie Schritt halten konnten. Je mehr Zeit ins Land ging, desto ungeduldiger wurde er, und zugleich entwickelte sich eine zunehmende Diskrepanz zwischen Sitte und Anstand und Jaces natürlichem Auftreten. Lediglich eine Person schaffte es jemals, sich mit Jaces Intelligenz zu messen und gleichzeitig eine gesunde Gleichgültigkeit gegenüber seiner herablassenden Art zu bewahren. Sein Name war Victor. Die beiden lernten sich während einer obligatorischen Feier anlässlich des Tages des Fortschritts kennen und verstanden sich auf Anhieb prächtig, da keiner von ihnen wirklich Interesse an der Veranstaltung hatte. Kurz darauf begannen sie, zusammen zu arbeiten. Victor erweiterte Jaces intellektuellen Horizont und stellte viele seiner Annahmen in Frage. Während Jace stets danach strebte, durch vielseitig einsetzbare Technologie die Lage der Menschheit zu verbessern, bemühte sich Victor darum, menschliche Unzulänglichkeiten wie physischen Verfall oder unlogische Vorurteile in den Griff zu bekommen. Sie stritten ständig miteinander, doch ihre Auseinandersetzungen wurden nie persönlich, denn obwohl ihre Methoden sich unterschieden, wussten die beiden Kollegen doch, dass ihr oberstes Ziel ein und dasselbe war. Darüber hinaus kannten beide das Gefühl, von ihren Arbeitskollegen gemieden zu werden. Victor aufgrund seiner unkonventionellen Denkweise und Jace wegen seiner Unhöflichkeit. Gemeinsam entwickelten Jace und Victor einen mechanisierten Bauanzug für die Dockarbeiter von Piltover. Eine Konstruktion, die solide genug war, die Kräfte des Trägers zu verstärken, aber gleichzeitig auch leicht genug, um den Träger vor dem Ertrinken zu bewahren, sollte er über Bord gehen. Ihre Zusammenarbeit kam jedoch zum Stillstand, als Victors Entwurf für die nächste Version des Anzugs ein Chemtech-Implantat beinhaltete, das die Kräfte des Trägers verzehnfachen und gleichzeitig verhindern sollte, dass er Müdigkeit, Panik oder Ungehorsam gegenüber den Befehlen seines Vorgesetzten empfinden würde. Während Victor diese neue Funktion als geniale Methode betrachtete, um Unfälle bei Bauarbeiten zu reduzieren, hielt Jace seine Missachtung für den freien Willen für unmoralisch. Es kam aufgrund des Entwurfs beinahe zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden und schließlich wurde Victor,
nachdem Jace die Akademie vor Victors Erfindung gewarnt hatte, aller seiner Ehren enthoben und aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft von Piltover ausgestoßen. Victor war der erste Mensch, der so etwas wie ein Freund für Jace gewesen war, und bestürzt über ihren Streit wandte er sich wieder alleine seiner Arbeit zu. Er zog sich immer mehr zurück. Seine Geduld mit anderen nahm noch weiter ab. Während Jace in Einsamkeit seinen Studien nachging, entdeckten Forscher von Clan Geopara tief in den Dünen der Shurimanischen Wüste einen rohen, tiefblauen Kristall. Obwohl Jace sich gleich dazu bereit erklärte, Experimente an dem Kristall durchzuführen, indem er betonte, dass die anderen Wissenschaftler nicht schlau genug seien, um ihm seine Geheimnisse zu entlocken, veranlasste sein fehlendes Taktgefühl Clan Geopara dazu, den Kristall als eine Art Strafe ihren wohlgesitteten Gelehrten zu übergeben. Nach Monaten der Forschung kamen die Gelehrten jedoch zu einer übereinstimmenden Schlussfolgerung. Der Kristall war wertlos. Ein seiner Macht beraubter Felsbrocken. Enttäuscht über das Ergebnis, übergaben die Anführer des Clans den Kristall schließlich an Jace, in der Annahme, dass selbst er mit seinem überragenden Intellekt nicht dazu in der Lage wäre, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Etwas im Inneren des Kristalls rief nach Jace. Nein, mehr noch, es sang zu ihm. Er konnte es nicht in Worte fassen, aber er wusste, dass der shurimanische Kristall noch nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben hatte. Viele Monate verbrachte er damit, den Kristall jedem erdenklichen Test zu unterziehen. Er setzte ihn in eine Zahnradzentrifuge. Er überhitzte und fror ihn ein, er werkelte, beobachtete, stellte Hypothesen an und schlug seinen Kopf gegen seinen kupfernen Pantographen. Jace war es schlichtweg nicht gewohnt, hart zu arbeiten, und dieser verdammte Kristall war der erste Gegenstand, der sich seiner enormen mentalen Begabung zu widersetzen wagte. Zum ersten Mal verstand er, wie sich seine Kollegen gefühlt haben mussten. Sie gaben sich große Mühe, ein Problem zu lösen, nur um dann an ihre eigenen Grenzen zu stoßen. Es war frustrierend. Es war ungerecht. Und wahrscheinlich war es noch um einiges schlimmer, wenn man mit einem arroganten Erfinder zusammenarbeitete, der jede Bemühung sofort als nichtig abtat. Jace wurde klar, dass keine seiner Arbeitskollegen je aufgegeben hatte, ganz gleich, wie arrogant er sich ihnen gegenüber auch verhalten hatte. Keiner von ihnen hatte je aufgehört, nach eben jenen Dingen zu streben, die Piltover ausmachten. Fortschritt, Entdeckungen. Wenn sie nicht aufgaben, beschloss Jace, dann würde er es auch nicht tun. Und vielleicht würde er versuchen, etwas netter zu sein. Jace betrachtete sein Problem von einem völlig neuen Blickwinkel aus. Anstatt seine Experimente auf den Kristall als Ganzes zu konzentrieren, fragte er sich, ob er nicht invasive Experimente an einem kleineren Splitter vornehmen sollte. Jace meißelte ein Stück des Kristalls ab und setzte es dann einer flüssigen Legierung aus. Als er voltaische Ströme durch das flüssige Metall sandte, brach ein ohrenbetäubender Bariton aus dem Splitter hervor, der beinahe seine Trommelfelle zum Zerbersten brachte. Der Kristall begann Hitze auszustrahlen und es schoss ein Licht aus ihm hervor, das hell genug war, um Jace fast erblinden zu lassen. Es kam unerwartet. Es war potenziell gefährlich, aber es war ein Fortschritt. Jace konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, während er die ganze Nacht und bis in die frühen Morgenstunden hinein mit weiteren Tests verbrachte. Am nächsten Tag fand Jace zu seiner Überraschung seinen alten Freund Victor an seiner Türschwelle vor. Victor war durch die massive Energieproduktion des Kristallsplitters alarmiert worden und hatte einen einfachen Vorschlag zu machen. Seit seiner Verbannung aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft von Piltover hatte Victor sich einem Geheimprojekt in den tiefen Sounds zugewandt.
Er hatte endlich herausgefunden, wie er seinen Traum erfüllen konnte. Krankheit, Hunger und Hass ein Ende zu setzen. Wenn Jace sich ihm anschloss, könnten sie mehr erreichen als irgendwer sonst in Piltover oder Zaun. Sie würden die Menschheit vor sich selbst retten. Jace hatte einen ähnlichen Monolog schon früher einmal von Victor gehört. Es hatte ihm noch nie gefallen, wohin er führte. Victor erzählte Jace, dass er für seine glorreiche Evolution nur eines brauchte. Eine Energiequelle, wie Jaces Kristall. Jace widersprach ihm und ließ Victor wissen, dass das Einzige, was er wirklich brauchte, Moralgefühl war. Victor, der Jaces fehlender Manieren schon lange überdrüssig geworden war, sprang ihn an, schnappte sich den Kristall und schlug Jace damit bewusstlos. Als Jace Stunden später wieder zu sich kam, bemerkte er, dass der shurimanische Kristall zwar nirgendwo zu finden war, Victor jedoch augenscheinlich den viel kleineren Splitter bewusst oder unbewusst übersehen hatte. Jace wusste, dass Victor, was auch immer dieser plante, nur zu solchen Mitteln greifen würde, wenn er kurz vor dem Durchbruch stand. Obwohl ihm nicht bekannt war, was genau Victors glorreiche Evolution beinhaltete, war ihm klar, dass sie wahrscheinlich nicht sonderlich viel Wert auf den freien Willen seiner Mitmenschen legen würde. Ohne auch nur eine weitere Sekunde zu verschwenden, ergriff Jace den Splitter und installierte ihn in einen enormen transformierenden Hammer. Eine Abrisserfindung, die er bereits vor vielen Jahren aufgegeben hatte, da keine Batterie dazu imstande gewesen war, sie anzutreiben. Obwohl Jace keinen blassen Schimmer davon hatte, wohin Victor den Kristall bringen würde, vibrierte der Hextech-Hammer in seinen Händen und zog ihn nicht nach Norden, Süden, Osten oder Westen, sondern nach unten, in Richtung der Unterstadt Zaun. Der Splitter war begierig darauf, wieder zu dem Kristall zurückzukehren, aus dem er geschlagen worden war, und führte Jace schließlich zu einem Lagerhaus in den Tiefen der Grube. Innerhalb des höhlenartigen Gebäudes entdeckte Jace etwas Grauenhaftes. Dutzende Leichen, ihre Schädel aufgesägt und ausgehöhlt, ihre Gehirne in eine Armee bewegungsloser Metallsoldaten verpflanzt, die alle an den nun pulsierenden Kristall angeschlossen worden waren. Das war also der erste Schritt in Victors glorreicher Evolution. Jace zögerte zunehmend mit jedem Schritt, den er sich Victor näherte. Er und Victor waren sich nicht immer einig gewesen, aber das hier war etwas anderes. Zum ersten Mal wurde Jace sich bewusst, dass er seinen alten Freund vielleicht würde töten müssen. Er rief nach Victor und zuckte zusammen, als die Roboterarmee salutierte. Jace bat ihn, sich umzusehen, sich anzusehen, was er hier eigentlich tat. Was auch immer diese Evolution darstellen sollte, sie war ganz sicher nicht der Fortschritt, für den sie in ihrer Jugend gekämpft hatten. Zu Victors Überraschung entschuldigte er sich sogar dafür, wie er sich in der Vergangenheit ihm gegenüber verhalten hatte. Victor seufzte. Seine Antwort bestand aus zwei knappen Worten. Tötet ihn. Die Maschinen sprinteten auf Jace zu, rissen sich von den Kabeln los, die sie mit dem Kristall verbanden, und machten Jace mit einer für ihn völlig neuen Emotion bekannt. Panik. Sein Griff um den Hammer wurde immer fester, während es ihm dämmerte, dass er ihn noch nie wirklich benutzt hatte. Als der erste Golem in Reichweite kam, schwang er ihn so hart er nur konnte und fühlte die Kraft des Splitters durch seine Muskeln fließen. Sie verstärkte die Bewegung des Hammers so sehr, dass Jace fürchtete, er würde ihm aus seinen Händen fliegen. Der Hammer krachte mit voller Wucht gegen den Roboter und ließ ihn in einem Hagel aus Metall zerbersten. Trotz der völligen Vernichtung ihres Kameraden zögerten die anderen Maschinen nicht eine Sekunde, sich auf Jace zu stürzen und versuchten, ihn bewusstlos zu schlagen. Jace
analysierte die Formation, in der die mechanische Welle auf ihn zugerast kam, und versuchte zu errechnen, wie er die größtmögliche Anzahl von Robotern mit dem geringsten Aufwand ausschalten konnte. Es war hoffnungslos. Bevor er auch nur einmal zuschlagen konnte, hatten sie ihn bereits erreicht. Als er unter dem Hagel aus Schlägen zu Boden ging, sah Jace Victors Blick, der nicht triumphierend, sondern traurig war. Er hatte Jace überlistet und die Zukunft der Menschheit sichergestellt, doch dies hatte seinen Preis. Er konnte seinen alten Freund nicht am Leben lassen. Jace verschwand in einem Meer sich windender metallener Glieder. Das war der Moment, in dem sich Jace zum ersten Mal in seinem Leben dazu entschloss, nicht mehr zu denken, sondern einfach nur Dinge zu zerstören. Ohne Rücksicht auf seine eigene Sicherheit wandte Jace jeden verbliebenen Rest an Stärke auf, um sich aus dem Griff von Victors Robotern zu befreien. Er sprintete auf den leuchtenden Kristall zu und schlug mit der geballten Hextech-verstärkten Kraft seines Hammers auf das mystische Objekt ein, das in tausend Splitter zerbarst. Victor schrie vor Entsetzen auf, als der Kristall zersprang. Eine Schockwelle schleuderte sie alle zurück und die Roboterarmee sank leblos zu Boden. Bis ins Fundament hinein erbebte das Lagerhaus und Jace entkam nur um Haaresbreite, bevor das Gebäude in sich zusammenbrach. Victors Körper wurde nie gefunden. Nach seiner Rückkehr nach Piltover informierte Jace die Clanmeister über Victors teuflischen Plan. Kurz darauf musste Jace feststellen, dass er zum Gesprächsthema sowohl in Zaun als auch in Piltover geworden war. Man rühmte ihn für sein schnelles Urteilsvermögen in kritischen Situationen. Jace wurde zu einer beliebten Persönlichkeit, zumindest bei denjenigen, die ihn noch nie zuvor getroffen hatten. Und er verdiente sich seinen Spitznamen, der Verteidiger von Morgen. Jace scherte sich recht wenig um die Bewunderung seiner Mitbürger aus Piltover, nahm sich den Spitznamen jedoch zu Herzen. Er wusste, dass Victor noch immer irgendwo da draußen war und Rachepläne schmiedete. Eines Tages, vielleicht sogar früher als erwartet, würden entsetzliche Probleme auf Piltover zukommen. Und Jace würde bereit sein. I fight for a brighter tomorrow.